Leute, auf dem Kanal von Daniel Dyer. Wir testen heute was, was, glaube ich, die meisten Leute einfach als geiler, heißer Scheiß bezeichnen würden. Und zwar das Scott Lumen. Der Daniel tut euch gleich einen Bikeporn reindrehen, dann könnt ihr die ganzen Details ein bisschen besser sehen. Und zwar machen wir das, was wir immer machen. Wir wissen von dem letzten Test, wo ein sehr geiles Scott-Bike bei war, dass es das schickeste war, aber uns vom Fahren her nicht so gefallen hat. Dieses Rad ist angelehnt an das Scott Spark, was ein Fully Cross-Country Racing-Bike ist. Man sieht, glaube ich, auch ein bisschen die Racing. Das sieht schon schnell aus, wenn es hier steht. Besonderheiten sind, es ist ein TQ50-Motor drin. Der ist wirklich klein. Der mit Bolt entwickelte Hinterbau, das heißt, es kommt kein Dreck an den Dämpfer. Also für ein Daily-Bike, was man jeden Tag bei jedem Wetter fährt, ideal. Dann hat das Bike das berühmte Twin-Lock-System von Scott. Das heißt, man kann das Fahrwerk vorne und hinten gleichzeitig mit einem Hebel sperren. Alles sehr, sehr dezent. Es ist eine AXS-Schaltung drauf, eine Fox-Gabel. Auf die Details der Ausstattung, die könnt ihr euch selber auf der Homepage angucken. Wollen wir gar nicht so. Wir wollen gerade wirklich gucken, wie fährt sich das Ding. Wie sicher fühlt man sich drauf, wie schnell ist es vor allen Dingen bergauf, wie laut ist der Motor, all sowas, weil das ist halt, ich bin noch kein TQ50 gefahren. Wir sind total gespannt. Daniel wird auch gleich kurz, glaube ich, mal fahren. Ja, also optisch, wer auf smooth und clean steht, viel cleaner geht's, glaube ich, nicht, wie das Fahrrad hier. Allein schon so auch integriertes Cockpit von Syncross. Und jetzt kommt das Heißeste an dem Bike. Ohne Pedale wiegt dieses Rad, so wie es hier steht, unter 16 Kilo mit Schläuchen. Also wenn man es noch auf Tubeless umrüstet, dann haben wir ein Rad unter 16 Kilo, wirklich als E-Bike mit über 300 Wattstunden Akku und ja, 50 Newtonmeter Maximalleistung. Das ist schon viel, finde ich. Mehr wie mein Levo. Genug gelabert, jetzt gehen wir auf den Trail und testen das geile Teil mal, ob es so geil fährt, wie es aussieht. Erstmal Forststraße. Fällt schon mal auf, das Rad hat unglaublich aggressive, tiefe Front. Also wirkt sehr, sehr schnell. Das ist echt schnell, das Rad. Wow, 50 Sachen hier runter. Ready? Okay, first upfight with Scott Lumen. I'm very, very, it's awesome bike, yeah. Woo! Alter! Alter! Das habe ich eben gedacht, so wer ist poppig, aber woohoo! Der Scott ist krass agil, Alter. Ja. Hast du aus der Kurve rausgeflogen? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt das bisschen rumpfigere hier in der 2. Wie nervös das Bike ist, also in der Luft. Erstaunlich gut. Da habe ich nicht mit gerechnet, ehrlich Leute. Alter! Ist das geil! Ja, Leute, ey, das ist echt schnell. Boah, krasse Nummer. Okay, weiter geht's. Also man tritt zweimal rein. Das ist der Hammer. Agilität dieses Fahrrads ist echt krass gut hier. Jetzt habe ich leider wieder hier so ein Trailbike-Penner vor mir. Die kriechen ja hier lang auf dem Trail. Hallo! Schnellere lässt man vorbei. Darf ja wirklich nicht wahr sein. Der bleibt einfach stur vor mir. Ja. Wuhu! Alter Schwede! Junge, Junge! Das ist ein bisschen wie meine erste Specialized-Fahrt. War ich auch sehr skeptisch erst. Dann hat mich das Bike ja durch Leistung quasi komplett überzeugt.
Und bis jetzt sehr überrascht hier von dem Rad. Hammer. So, jetzt fahren wir was mit dem Rad, was wahrscheinlich die meisten, die sich so ein Rad kaufen, wahrscheinlich eher nicht fahren werden. Aber wir wollen gucken, wie das Rad da halt abgeht bei etwas größeren Sprüngen. Daniel zieht mich. Jawohl. Ab geht's. Huh. Versus 60 jetzt hier. Ich bin also wieder leicht im Nachteil hier beim Apfel. Ist natürlich scheiße. Aber dafür habe ich das leichtere Rad. Was natürlich echt ätzend ist, dass das so leise ist. Man hört gar nicht, dass der Motor an ist. Man muss noch mal gucken, ob man ihn wirklich anhat. Und auch das wird Daniel vielleicht gleich bestätigen können. Auch die Art, wie er unterstützt, selbst bergauf, glaubt man fast, man wäre auf dem Biobike. Testweise. Bei 3, 2, 1 machen wir mal beide den Motor aus, Daniel. 3, 2, 1. So, Motor ist aus. Ist immer so, als ob hinten einer am Rucksack zieht. Jetzt, nachdem ich mich einpedaliert habe, muss ich sagen, ich mache jetzt das Fahrwerk noch hart. Ja, geil. Das reicht auch. Ja, der Test ist vorbei. Fazit. Für wen ist das Bike? Für mich persönlich, glaube ich, ich fand es sehr, sehr geil. Ich glaube, das habt ihr beim Fahren gemerkt. Das ist auch nicht gespielt gewesen. Es fährt sich wirklich sehr viel besser, als ich gedacht habe. Aber ich will ja auch mit meinem Rad zum Beispiel sowas wie Bikepark OE fahren. Da sehe ich das Rad jetzt nicht. Es hat ja eh nur eine 3er Freigabe. Aber alle, die gerne Hardtail fahren oder gerne Cross-Country Racebikes und nur so gemäßigte Trails und die gerne schnell und hart ballern, dafür ist das Rad, glaube ich, das Beste, was im Moment auf dem Markt ist. Und das Coole ist, eins der wenigen, was man Probe fahren kann, steht halt bei Bike & Ski Clemens, dieses Lumen 900. Und ja, also ich bin total begeistert. Ich glaube, auch Daniel fand es gar nicht so schlecht, wie er vorher gedacht hat. Klar, Cockpit und so, das würde ich halt, wenn es meins wäre, alles umbauen. Das ist nicht meins. Aber wer auf Racing steht, steht auch, glaube ich, auf diesen Schnickschnack. Gewicht brauchen wir eh nicht drüber diskutieren. Ist einzigartig mit den 16 Kilo. Und das Bike wird schnell, schnell. Und Range Extender gibt es für das Rad auch noch. Also wenn man mehr Reichweite will. Also das Rad sehe ich ganz klar bei klassischen Alpenüberquerungen oder halt beim täglichen Cross-Country-Trailrunde mega. Das ist mein Fazit von dem Rad. Ja, also wenn ihr es mal fahren wollt, dann fragt einfach beim Bike & Ski Clemens. Noch ist es da, aber ich denke, das wird schnell verkauft werden, was echt einfach überzeugt durchs Fahren. Also, danke fürs Zugucken, Glocke an, abonnieren und immer schön Daniel und meine Videos gucken. Ciao, euer Thomas ohne H. Das ganze Bike quasi so rumdrehen da oben drin. Wie in so einer Pipe. Ja, genau.